Well, hello there und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Ignacia Ice and Fire. Wir sind noch immer in unserem Mod-Projekt mies am Grinden. Es ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wie ihr sehen könnt, habe ich neue Drachen rangeholt. Und ja, also wir hatten ja in der letzten Folge uns die komplette Dragonsteel-Rüstung gemacht. Und in der Zwischenzeit haben wir die Villager weiter hochgezogen. Ich habe mir noch Dragonsteel-Tools gemacht, den Dragonbone Bow und so weiter. Und ja, ich habe das Ganze wieder geklippt, wenn lustige Sachen passiert sind. Und ich würde sagen, ich blende euch einfach mal ein paar coole Dinge ein, die passiert sind. Ihr seht mich dann im Hintergrund wahrscheinlich am Kisten sortieren, Villager traden und ab und zu jagen wir noch einen Drachen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Nein, der ist nicht tot, der ist nicht tot, der ist nicht tot, der ist nicht tot. Alarm, 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 Der der ist nicht schwarz, ist tot. er schwarz, ist er schwarz? Das ist ein roter Vordach mit schwarzem Bumm. Ach, das ist Punkte. Ich sehe, ich bin beim Dorf. Ja, dann bist du. Scheiße. Das ist nicht gut. Ah, ich sehe ihn, er ist in mir drin. Bist du auch da? Ah, ich bin doch sehr Wo habe ich schnell. denn überhaupt dorthin? Ja, aber der ist nicht groß, oder? Der ist nicht Stufe 4, oder? Der ist ein männlicher. Okay, da hab ich im Maul. Top. Jetzt sogar. Haben wir es echt nötig, den anzuketten? Ja. Ups. Natürlich. Ach Mann, du Monster. Ja, jetzt. Ups. Also, warum bin ich hier du so frisst groß? mich. Ja, Ach bisschen so, Schwund ist das er ist immer. deiner. Bisschen Schwund ist immer. Bro, ich sehe ihn nicht mal. Wo ist er hin? Ah, da. Hey, wieso sehe ich? Ach Mann. Da ist schon Wasser, perfekt. Fixer, ich kann mich nicht um. Ich hasse euch. Ich hab's mit einem Halbplatz Bin am überlebt, Spawn. weil ich auf Ich hab Miesrüstung. Bring euch hallo, also, ist ja Ich alles für. war's nicht. Ich war's nicht. Finde ich. Kann ich runterspringen? Ja, ich kann runterspringen. Bier, das ist voll. Ach, ich bring euch alle um. Das. Bro, da war noch gerade Wasser. Bro, bin ich auf einem Baum gespawnt? Ich, also es ist wirklich gottlos von euch. Der hat den Spaß seines Lebens. Drache? Chill. Ja gut, jetzt ist er auf der. Jetzt ist er auf Wandern. Dang, Halleluja. Geil. Was eine schwere Geburt. Gut. How to train your dragon. How to not Nochmal. train your dragon. Das soll so. Ich dreimal launchen. Einmal in der Luft dann noch. Warte mal, ich muss dann unmittelbar unter dich laufen. Was sind das überhaupt für Scheißblöcke, die ihr da habt? Diese Orangenen. Ja, fast noch ein. Noch ein. Au. Also ich war mit dem Kopf an der Oberfläche. Ja, meines geschlüpft. Let's go. Let's go. Ja, Warden, du wirst es ausgekritzt, du und so. Danke. Junge, war das gerade. Ey, Dunkelheit. Kai. Hm? Ist in dem Loch, wo ich gegraben habe, genau. Hier ist ein Oh, der ist direkt bei mir! Ich kann den Warden stunnen, wenn ich da bin. Fuck, der Ja, Schiller, bitte. I'm out! I'm so fucking out! Ist der wie angry? komme ich denn da jetzt zurück? Digga, Wie was ist das komme für ein ich da hässliches Geräusch? zurück? Das ich irgendwie nicht Warte! bemerkt. Ey, da wurden zwei Drachen. Was war da Da eigentlich für ein wurden zwei Fake, was Drachen. geschrien Ah! Irgendwas hat mich runtergenockt. Immer noch! Ich bin so tot. Digga, was Ich schreit hier so rum? bedacht. Hilfe! Hier ist ein Warden in einem Drachenmann. Was schreibe ich wo Hör die rum? Drache auf! Junge, was ist das für ein Geschrei da unten? What the fuck, Alter? Lass den hoch, dann Warte, kann ich dir besser. ich kann ihn doch von hier aus töten. So, du bist Stark, gerade in Kevin, den stark! Und du, Kann ich hier runterspringen? Nein, nein, warte. Ich komm nicht Ich ran. seh ihn halt nicht, weil Ja. die Ja, ich seh ihn auch Entity nicht. Distance nicht da ist. So, top Aber ich glaube, er ist da. Ja, er stiefelt direkt bei der Leiche rum. Kevin hinterher. Da kommt zu Kevin, die mir? Leiche? Nee. Der kommt schon.
Ja, ich bin tot. Ja. Bonjour. Boah, jetzt haben wir hier einen scheiß Warden in unserem Drachen. Ach nee, der ist das direkt auf meiner Leiche. Ja, ich kann abbauen. Yay. Ja, er steht direkt da, wo das Wasser ist. Alle? Alle weg da! Könnt ihr vielleicht ein Bett platzieren? Wo ist er außer? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn immer noch nicht, oder? Da in der Ecke, wo das Wasser ist. Ah ja, ich sehe ihn. Ja, weiter Nils, weiter Nils. Easy. Wenn man das Game schwieriger machen, dann ist ja okay, Warden, der kann ja gar nichts. Ich sehe ihn nicht, aber ich spam die ganze Zeit. Oh fuck! Er ist tot. Er ist sauber. Tot. Oh mein Gott, what? Hä? Was? Mein Eisrahmen hat es halt komplett durch die Gegend geheatet. Hey, Kleiner, komm her. Ich sehe nix. Juhu. Das ist so geil, dass man drei Drachen tragen kann. Oh mein Gott. Gib mal her. Warte, ich baue es um zu einem Touchspell. Jetzt. Ah, schönes Ding. Danke, Mann. Geil. Da sind die Treu. Oh, die sind so cute. Nils, du wirst das Schwert doch machen. Ja. Wo soll ich es hin tun? In mich. Was? Mein Rucksack, Mann. Nils. Drops nämlich rein! Bro! Mann, welcher Bastard! Wo bist du? Welche Sachen kaputt gehen? Was für ein Ding soll ich nehmen? Wo bist du? Ach da! An der Wand hängen zwei Spiegel, nimm dir mal einen davon. Die Dinger hier? Ja. Aha. Pass auf, bevor du was machst. Ja. Das wollte ich dir eigentlich erst nachher geben, aber liegt denen an. Ich verstehe es nicht falsch. Nur, das ist Magie. Mhm. Ja, und jetzt drück mal. Ja, verstehst? Mhm. Zufrieden? Macht der trotzdem Fallschaden? Kaum. Dam, dam, da, 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 dam, dam. Ich bin so froh, dass die Villager nerven im nächsten Update. Das ist so OP. Du stoppst sie einfach in ein Loch und cyclest die Lecturns durch, bis du die OP-Enchantments hast. Und dann gehst du aus dem Dorf raus und bist komplett OP. Das wird deutlich besser fürs Spiel, wenn es nicht mehr so krank ist. Ich fand das Konzept, was die vorgestellt hatten, mit den jedes Biom hat sein eigenes Dings, eigentlich geil. Ja. Aber ich finde das. Ich würde es halt dann dumm finden, wenn du dann irgendwie maximal Unbreaking 2 bekommen kannst. Ja, das ist dumm. Das finde ich auch. Aber dass das in den Biomen biomabhängig ist, das ist geil. Ja. Ich glaube, das ist out of range. Ah! Bro! Ist alles gut. Ich habe manchmal echt Sorgen um meine Drachen hier mit euch Idioten. Warte, Kai, ich zeig dir mal, was das eigentlich gemacht hat. Nein, nicht bei meinen Drachen, hau ab. Nein, ich mach's hier hinten, komm her. The fuck is this? Komm rein. Morschen. Darf ich auch wieder zurück? Weißt du. Darf ich wieder zurück? Das ist ein One-Way. You're a wizard, Harry. Das liegt geschmolzen da drüben. Ich hab den Ofenzauber da drauf gewirkt. Das hat, ja, mach das mal hat damit. Den Tod geschmolzen. Oh mein Gott. Weiter, more! Mach dich nützlich. Mach kein Mana, warte. Sekunde. Ich mag die Mod. Ja. Sympathisch. Bitte. Danke. Ich geh dann mal wieder Eichhörnchen verslaven. Ja. Also, warte. Man sieht sich. Wenn
Szene, das also jetzt, abbauen. Jetzt Real Talk. Real Talk, diese Mod ist richtig gut gemacht. Ich glaube, ich ziehe hier jetzt ein. Das Haus hier oben sieht geil aus. Und jetzt noch ein Drachennest. Mit Drache? Was am Arsch. Mit Drache. Nee, also Drachennest ohne Drache. Und Drache da ist schon tot. Das ist ein Firehouse. Das ist das einzige hier. Oh, hier könnte ich ein bisschen Farmer's Delight zocken. Oh, die Minecraft-Musik hittet gerade anders. Geil. Das heißt doch, sobald man ein Crafting-Table neben einen Ofen stellt, ist es ein Zuhause, oder? Ja. Ja. Das dann ist universell anerkannt. Ich glaube, das steht auch in den Genfer Konventionen so drin. Dann bin ich jetzt hier zu Hause. Nice. Hast du ein Projekt gefunden, Kai? Ich habe ein Projekt gefunden. Ich werde dieses Dorf so transformieren, das ist so schön generiert. Die Straßen sind gerade, ich musste nur ein paar Treppen machen, bisschen ausleuchten. Ich kann hier die Drachen chillen lassen mit Schmiede und allem. Aber ich muss auch sagen, dass allein die Dorf-Gen überall ist so geil. Also es ist so geil. Wahnsinn. Und dann ist da direkt der Malt, wo ich das Magiezeug machen kann. Später mal irgendwann. Und in diesem Sinne heiße ich euch in meinem Dorf hier herzlich willkommen. Ich habe noch keinen Namen mehr überlegt. Aktuell heißt dieser Waystone Ice and Fire Base. Aber ihr habt es ja gerade schon in den Clips gesehen. Die Location hier ist so cool. Die Better Villages Mod heißt die, generiert so schöne Dörfer. Und wir haben das noch mit Illager Invasion kombiniert, dass auch die Pillager ab und zu richtig coole Outposts haben. Und also die sehen wirklich gut aus. Da hier, ihr seht es ja, also ne, spricht ja für sich, wie es hier aussieht. Das ist ja alles generiert. Und hier werde ich jetzt mich häuslich einrichten. Ich werde jetzt ein bisschen einen ruhigen machen. Ich muss jetzt nämlich in Real Life halt arbeiten und habe dann abends ab und zu Zeit, mal irgendwie 2-3 Stunden noch zu zocken. Vielleicht streamen wir jetzt auch mal das Mod-Projekt, da hätte ich auch Bock drauf auf jeden Fall. Und dann machen wir hier entspannt Farmer's Delight, wir stellen jetzt hier die Drachenschmieden hin. Ich meine, das Gear ist jetzt halt komplett OP, das war mir wichtig, das haben wir ja am Samstag in dieser Session bis um 5 Uhr morgens komplett durchgegrindet. Und jetzt können wir hier ruhig machen, ein bisschen Farmer's Delight, dann will ich mal Create lernen, ich will Ars Nouveau lernen und ja, einfach ein bisschen baumeln lassen. Im Hintergrund wachsen immer die Drachen, ich werde die hier halt stehen haben und die sind auch nur quasi am Wachsen, wenn ich auch online bin. Wenn ich off gehe, nehme ich die ins Drachenhorn, dass die quasi nur ja, wachsen, wenn ich auch dabei bin. Klar könnte ich hier einen Spawn stellen und hätte instant einen großen Drachen. Aber dann ja, fühlt sich das nicht so geil an. Ich habe auch die Magie-Items von Kevin hier mit diesem komischen Enchanter's Mirror und so. Der ist komplett OP, aber ich will halt das selber mir erarbeiten. Deswegen werde ich das jetzt erstmal alles in eine Kiste stopfen und Ars Nouveau sein lassen. Und jetzt hier quasi ganz entspannt bauen. Ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Wir haben jetzt hier einen fantastischen Start hingelegt. Wir sind komplett geared out, was Ice and Fire angeht, zumindest die Drachensachen. Und jetzt können wir hier ganz entspannt spielen. Vanilla, weiß nicht, ist bei mir irgendwie die Luft raus. Das kommt wahrscheinlich wieder, wenn die 1.21 kommt mit dem Crafter, aber das kann locker noch 2 Monate dauern. Und bis dahin habe ich auf jeden Fall richtig Bock, hier jetzt mal Modde zu spielen. Der Server läuft wie eine 1. Ich habe richtig viel Frames. Ihr seht es oben links, 150 FPS ohne Probleme. Riesen Render Distance. Deshalb, ja, bockt sich gerade richtig. Ich würde sagen, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, Flame ist jetzt Stufe 2, oder? Ja, Stufe 2, 26 Tage. Alle 25 Tage updatet sich die Stufe. Cool, das heißt, ich kann ihn nicht mehr auf die Schulter nehmen. Aber die anderen zwei sollten noch gehen. Ja. Sehr cool. Also dann, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, Leute.